Hallo, ich bin der Bruger und das sind kurze Horrorspiele. Ihr seht jetzt hier als erstes Lamp Post. Wir fangen an. Viel Spaß. Ich bin mal gespannt, was wieder für ein Ranz dabei ist dieses Mal. Oder vielleicht auch kleine Perlen, wer weiß. Wir sind natürlich alle wieder von Itch.io. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr da Spiele mögt, folgt den Leuten am besten auf Itch.io. Das mache ich zumindest. Da kriegt man immer irgendwie so Aktivitäten per E-Mail mitgeteilt. Also wenn irgendwas Neues von denen rauskommt. Oder wenn sie irgendwas gepatcht haben. Keine Ahnung. Finde ich ganz gut. So. Kürzliche SCP-Aktivitäten wurden entdeckt von, ja, von den Anwohnern in der Mitte des Thornwood Forest. Die Behörden haben die SCP-Foundation kontaktiert, um sich mit den Nachwirkungen zu beschäftigen. Ein großer Lamppost, wie kommt das? Straßenlaterne. Also SCP-XXXX ist zurzeit von Team, oder wird zurzeit von Team Alpha untersucht. Sie begeben sich zur Location und wollen Nachforschungen durchführen, um weitere Antworten auf diese unbekannte Anomalie zu liefern. Gerüchten zufolge benutzt diese Straßenlaterne die Energie um sich herum, konsumiert alles, was mit ihr in Kontakt kommt. Das klingt ja schon mal ganz interessant. Ich mag diese SCP-Dinger. Dr. Hayden. Unsere Informationen sagen, dass es sich um eine Keta-Klasse SCP handelt. Das bedeutet, es ist sehr schwer, mit ihr zu interagieren. Wir sollten sehr vorsichtig sein, während wir das Objekt untersuchen. Klick hier. Ja, okay. SCP-XXXX scheint keine Zeichen der Mobilität aufzuweisen, aber es ist ihm irgendwie möglich, zu verschwinden von einer Location und innerhalb von Sekunden dann woanders aufzutauchen. Man kann klar sehen, dass sie vom Wald umgeben ist. Trotzdem, was? Das Objekt ist, trotzdem ist es von unbekanntem Hersprung, dieses Objekt. Es ist irgendwo hergekommen. Wir müssen diese Objekte untersuchen. Aha. Hier, das ist ein Analog-Multimeter. Damit können wir die elektrischen Quantitäten messen, wie eine Frequenz, Signale und so weiter. Wir müssen sie benutzen, um die Objekte zu suchen, die von der Lampe affektiert wurden und sie einsammeln. Ich werde auch noch nach anderen Anomalien sehen. Dr. Cooper wird uns observieren. Für den Fall, dass irgendwas geschieht. Und Dr. Thorne wird uns mit medizinischer Unterstützung dienen, wenn wir welche brauchen. Sammeln Sie mindestens 5 Proben. Dann melden Sie sich bei Dr. Cooper und danach können wir unsere Entdeckung zusammen diskutieren. Bleiben Sie aufmerksam und vermeiden Sie Interaktionen mit dem Lampenpfosten und viel Glück. Oder mit der Lampe halt, mit der Straßenlampe. Okay. Sprinting. Das ist ja nicht gerade schnell. 5 Objekte sammeln. Muss ich hier mal anfassen? Nee. Okay, da liegt schon mal ein Ventilator. Da ist eine Diskette. Okay, da ist aber kein Ausschlag. Hat sich irgendwas bewegt? Eine blutige Schaufel. Das ist ja wie eine Müllhalde hier. Das ist aber blutige Fußabdrücke. Sehr gut. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, bei dem ganzen Kram müsste man endlich was anschlagen hier. Der Kaffeebecher. Eine Diskette. Oh, das sieht schon ein bisschen creepy aus, wie der läuft, hey. Vielleicht das Auto, kann ich das auch einsammeln? Vielleicht hat es ja auch schon direkt unser Auto beeinflusst. Eine Diskette. Okay. Wie viele Disketten liegen denn hier rum? Oh, das ist bestimmt auch was, ha? Ja, langsam muss ja. Es ist nicht mehr sehr viel hier in der Umgebung. Ich finde das... Also leider die Vorstellung, dass es sowas gibt. Warum haben sie davon eigentlich noch keinen Film gemacht? Von SCPs? Da bräuchtest du aber wirklich einen guten Regisseur. Ich glaube, irgendwas... Einfach so zusammenschustern wie Five Nights at Freddy's, hätte ich keinen Bock drauf, aber... Generell finde ich, SCP ist ein super spannendes Thema, weil es ist ja... Es ist einfach irgend so ein Objekt mit Superpower, beziehungsweise irgendwelchen Fähigkeiten oder Eigenschaften, die total... Ne? Okay, die halt echt heftig sind. Das ist so ein bisschen... Erinnert es mich an Alan Wake oder Control, ne? Ihr wisst ja, diese Gegenstände mit irgendwelchen Fähigkeiten. Und die sind teilweise auch sehr gefährlich im Videotape. Okay, wir haben alles. Dr. Cooper. Wo ist er denn? Ist das er hier? Der observiert uns ja, ne? Ja. Aber die Schrift ist so platt.
Dr. Cooper! Beeindruckende Arbeit. Ja, super schwer, Sachen einzusammeln. Dafür habe ich meinen Doktortitel. Wir müssen diese Dinge einpacken und sie dann zurück ins Labor und sie in Sicherheit bringen. Nicht zu... Also, man sollte auch noch erwähnen, dass dieses Gebiet sehr gefährlich ist für uns. Trotzdem, wundern Sie sich nicht, wo die Objekte herkommen. Die ganze Straße ist abgesperrt. Wir sind kaum mit dem Van hier reingekommen. Das haben Sie auch gesehen, oder? Niemand darf hier sein in diesem Gebiet. Trotzdem gibt es so viele Objekte hier. Könnte es sein, dass dieses SCP die Objekte von irgendwo her bewegt? Vielleicht sogar aus einer anderen Dimension? Ihr Analog-Multimeter nimmt eine hohe Frequenz auf. Verdammt, oh nein! Die Lampe! Oh, scheiße. Wird das so eklig, ne? Finde einen Weg nach draußen. Okay. Aber die Maus ein bisschen schneller. Datum unbekannt. Wir haben etwas in dieser Welt entdeckt. Es ist eine regular, also eine ganz normale Lampe, die ein gedipptes Licht absondert. Jeder, der versucht, näher zu kommen, verschwindet. Vor unser aller Augen. Meine Theorie ist, dass dieser Vortex der Photonen eine dimensionale Brücke bildet zwischen unserer Realität und etwas anderem. Einem dunklen Ort, wo Zeit nicht existiert. Die Lampe wird aktiv, wenn es so eine Art Elektrizitätsabsonderung gibt um sie herum. Nachdem oder danach fängt sie an, starkes Licht abzugeben. Und wenn jemand sie anfasst oder sie berührt, wird die Lampe und das Objekt in ihrer Umgebung verschwinden. Cool, aber wir haben sie gar nicht berührt. Oha. Wir haben die Lampe nicht berührt. Klaut die so Sachen hier aus der Welt und nimmt die einfach hierhin mit, oder was? Oh Gott, das ist ein Labyrinth. Coco, Coco. Und wir sind wahrscheinlich nicht der erste Mensch, der hier ist. Wie gesagt, theoretisch könnte man das so weit spinnen mit diesem, mit dieser SCP-Geschichte. Dr. Hayden. Da könnte man so viele geile Sachen noch machen mit. Date Unknown. Nachdem wir das beobachtet haben, es sieht aus wie eine Person, eine dunkle Figur. Die eben von einem Augenblick auf den anderen verschwindet, aber dann wieder auftaucht. Wir können es einen Photonenschatten nennen, welcher durch die Lampe kreiert wird oder geschaffen wird. Sie ist immer um die Ecke. Sie lässt sich denken, sie lässt sich an einen Ort denken, einen Ort, wo du dich sicher fühlst und dich dann für immer gefangen nimmt. Ohne zu realisieren, dass dein Fleisch nicht mehr dir gehört. Boah, ist das creepy, Alter. Na, man braucht ja auch ein bisschen Bier zwischendurch wahrscheinlich. Datum unbekannt. Manchmal kann die Lampe eine Wahl treffen. Es bringt die Person. Es kann eine Person für immer gefangen nehmen oder sie dann auch wieder zurückbringen. Niemand weiß, was geschieht mit diesen, die zurückkehren. Aber alles ist klar, dass diese Menschen nicht mehr dieselben sind. Wenn die verlassenen Seelen. Also nur wenn die verlassenen. Nur verlassene Seelen können diese Schattenfigur hören. Die flüstert deinen Namen. Es erstickt dein Fleisch und füttert dich mit Hoffnung. Wenn es weg ist, dann ist nichts mehr von dir übrig. Oder wenn es mit dir fertig ist, ist nichts mehr von dir übrig. Ja, aber das wird mit uns passieren. Oh, es ist unheimlich hier. Die Lampe, ich hab sie, aber die... Das Licht ist so klein, was sie absondert. Vielleicht muss es ja groß werden, dass es mich wieder zurückbringt. Aber hier habe ich ja angefangen. Da ist aber nichts mehr sonst. Ich habe jetzt eigentlich alles abgesucht. Jetzt wird damit aufhören, Dr. Hayden. Warum hast du dein Auge rausgehauen?
Computer geht ja an. Warte mal, muss ich vielleicht alles anmachen, was ich hier anmachen kann? Ist das diese elektrische Energie, die die Lampe braucht, um heller zu scheinen? Weiß ich nicht. Aber ich mach mal alles an jetzt. Mal sehen. Okay, da ist noch ein PC. Ah! Ja, ich muss wahrscheinlich alle finden und anmachen. Und dann wird genug Energie freigesetzt, die die Lampe aufnimmt und vielleicht kann sie uns dann wieder wegteleportieren. Oh, du Arsch. Haben wir alle. Haut sich immer noch im Kopf ein. Was ist denn mit den anderen beiden? Dr. Cooper und den letzten weiß ich gar nicht mehr. Es geht nicht, okay. Hier reicht das? Es reicht! Drei Computer waren nötig. Der Van ist weg. Hä? Das analoge Gerät. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Ein Spiel von Niven Hedinger. Definitiv nicht schlecht. Echt solide. Weiter geht es mit Fatal Midnight. Oh, das gefällt mir schon mal. 4:3 und Pixel-Look. So ein schwammiger Pixel-Look irgendwie. Ja, meine Eltern sind in den Urlaub gefahren und haben gesagt, ich soll mich um meine Schwester kümmern. Sie hat einige Probleme, manchmal ist sie etwas seltsam, also soll ich nach ihr schauen. Alles war in Ordnung, bis ich seltsame Geräusche gehört habe mitten in der Nacht. Okay. Boah, es sieht schon mal aus wie so ein PS1-Spiel. Verdammt, diese Geräusche. Meine Schwester fühlt sich wahrscheinlich wieder schlecht. Ich sollte nach ihr gehen. Sehen. Ich sollte gehen und nach ihr sehen. Okay. Guck mal, die haben schon wieder Reinhold Messmer an der Wand. Okay, das kommt mir doch alles irgendwie bekannt vor. Das ist wieder so ein Asset-Haus. Alter, Leute, das... Auch die Bilder. Soll ich sagen, was das ist? Das ist dieses Asset-Haus von Rafael Braza, was ich gespielt habe. Da hoffe ich übrigens auch drauf, dass neue Kampagnen kommen, weil zwei waren ja noch ausgegraut. Also, das ist 1:1 das Haus. Ah, seltsam, sie ist nicht da. Vielleicht muss ich sie... Ich frage sie, ich suche sie und wenn ich sie finde, frage ich sie, was los ist. Ja, 1:1 dieses Haus. Waschküche, da ist noch eine Tür. Das ist auch eine riesige Bude, hey. Guck mal überall. Da könnten noch locker drei Familien drin wohnen, in dem Ding. Boah. Hier ist er nicht. Geh mal runter. Was? Boah. Da geht's raus. Okay, Tür ist zu. Alter. Huch. Okay, jetzt ruckelt's gerade wie Sau. Es liegt aber am Spiel, sorry. Da ist jemand. Kleidet sie sich vielleicht? Ja, es liegt echt am Spiel. Also manchmal ist es echt nicht schön hier. Nicht so geil optimiert, das Ding. Und ich habe eigentlich einen ganz coolen PC mittlerweile. Ah. Boah, ich bin kurz davor zu sagen, das macht keinen Sinn. Ich mache ein anderes Spiel, weil
Sorry, das ist einfach zu ruckelig gerade. Da ist sie. Warte doch mal. Ich gehe zu den Keller, ich sollte ihr folgen. Ich sehe nichts, das Licht ist aus. Ich muss eine Taschenlampe finden, oben im zweiten Stock neben dem Computer wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, sorry, also das... Ich gucke halt immer so ein bisschen drauf. Da ist der Computer. Das ist das Zimmer, wo die Taschenlampe sein muss. Nee. Ich höre die ganze Zeit Dinge. Ach wow, die Box, die so ein bisschen geleuchtet hat, war's. Ah, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. Oh, wie gut, guck mal, ich kann... Ah, ich steuere die Lampe so mehr oder weniger mit der Maus. Ne? Aber es wackelt super. Super viel. Oh, es ist eklig. Oh. Ist er weg. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ah! Alter! Was zur Hölle war das? Irgendwas ist auf jeden Fall falsch mit ihr. Guck mal, die Taschenlampe. Sie geht wild hier. Guck mal, ich habe zwei Taschenlampen gerade. Uiuiui. Jetzt komisch. Schwede, ey. Wenn ich renne, nimmt sie die Taschenlampe runter. Das ist sehr schlau. Also super langsam. Okay, sie ist weg. Okay, der Skinemaring, das erinnert mich so ein bisschen dran und ich finde den leider richtig, richtig kacke. Oh, das ist alles dunkel, ja. Jetzt klopft sie mich raus oder geht das Licht auch noch aus? Verdammt toll. Wo ist das Telefon? Okay. Muss mal einen Schluck trinken, bevor ich wieder schreie. Hey, son. I know what happened to her. Hey, Sohn, ich weiß. Go to your room, under the bed, there is something that will help you. Diese schlechte KI-Stimme. Hey, Sohn. Ich weiß, was mit dir geschehen ist. Geh in dein Zimmer, unter Bett ist was dir hilft. Ich muss in mein Zimmer. Irgendwas unter meinem Bett wird mir helfen. Boah, ey. Und die Facecam ruckelt dann auch mit so ein bisschen, ne? Hör mal auf zu ruckeln jetzt! Kann ich in mein Zimmer? Oh, das ist mein Zimmer, ja. Ich bin der Sohn. Ich habe das rosa Zimmer natürlich. Komm nicht in mein Zimmer. Was ist denn noch hier? Ist jetzt auf? Okay, da rennt sie einfach mal an der Decke lang.
Unter meinem Bett, ja. Da ist nichts. Da ist nichts. Ich habe jetzt nichts gefunden. Ich gucke mal in meinem Zimmer. Vielleicht ist da irgendwas. Aber ich sehe jetzt auch nichts, ne? Hä? Ohne Scheiß, warum ist der... Ach so. Ich hab ne Schrotflinte. Boah, wie ich damit... Alter, ich höre sie. Oh mein Gott. Muss ich jetzt meine eigene Schwester abknallen? Und Vater hat sogar noch gesagt hier... Ich höre sie im ersten Stock. Ich muss sie finden. Terrorists win. Das ist dein fucking... Nach dieser kurzen fatalen Mitternacht, also kurz nach der fatalen Mitternacht, reicht die Polizei und nimmt dich fest, Daniel. Es hat sich herausgestellt, dass er eine mentale Instabilität hat und Pillen nimmt, die zu diesem, also deswegen ist dieser tragische Zwischenfall geschehen. In Wirklichkeit hat seine Schwester versucht, von ihm zu entkommen, indem sie sich versteckt hat, um ihr Leben zu retten. Die Schwester war nicht von Dämonen besessen, das war alles nur Daniels Fantasie. Die Nachbarn, die Schreie und Schüsse gehört haben, haben sofort die Polizei gerufen. Und sie hofften, dass sie diesen armen Mädchen helfen konnten, aber es gab keinen Weg, sie zu retten. Das Mädchen war mit einer Shotgun getötet worden. Daniel wurde in eine psychische Klinik geschafft. Und dort realisierte er erst, was er getan hatte. Creed Games präsentiert Liminal Pipe Dreams. Okay, wir gehen in die Pipe Dreams. Choose wisely, dark oder light? Weihnachtsmann mit seinen Gaben. Geh mal Richtung Dark. Okay. Was geschieht? Gar nichts? Darf jetzt einfach mal... Oh, oh, da steht ja was. Abwechslung! Okay. Was ist denn hier los? Turn around. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Okay. Ein sehr gutes Spiel. Oh, ich habe hier eine Taschenlampe. Was sagt mir das keiner? Also wisst ihr, was ich besonders mag an dem Spiel? Das Gameplay. Es ist so facettenreich, da könnten sich andere mal eine Scheibe abschneiden von. Ich meine, wie gut ist es einfach, dass man laufen kann ohne Ende. Aber sonst gibt es nichts zu tun. Das ist sehr, sehr einfach gestrickt. Finde ich immer gut. Weil ich bin ja auch so jemand, ich werde da leicht überfordert, wenn man mehr machen kann. Zum Beispiel springen oder ducken. Das geht mir total an die Substanz. Das nimmt mir die Freude an einem Spiel, wisst ihr, weil ich zu viele Sachen machen kann. Natürlich nicht. Sag mal, ist ja nochmal was anders jetzt? Ich habe da eben gemerkt, dass das so ein Teleport war. Ich wurde wieder zurückgesetzt, weil es eben so kurz gezuckelt hat. Ja komm, dann gehen wir nochmal zum Licht. Nee?
Wisst ihr, das ist nämlich gar nicht so weit weg gewesen. Oder doch? Ich kann die Taschenlampe auf jeden Fall nicht ausmachen, merke ich gerade. Okay. Lauf mal auf die Geräusche zu, wo gerade eine Frau offensichtlich zerstückelt wurde. Ist das ein Fenster? Ja, sieht aus wie ein Fenster, was da so blinkt. 3,5 Minuten und wir nähern uns langsam den Höhepunkt der Spannung, glaube ich. Gleich bin ich da. Okay. Ach nee, das ist wieder die Tür, oder wie? Oh nein. Turn around. Okay. Ist das gruselig? Na, werden wir es schaffen? Ich glaube nicht. Und damit leider auch schon das letzte Spiel. Peekaboo, The Frozen Food. Mal gucken, was kann man's. Englisch und Indonesisch. Ich lasse mal auf Englisch, weil Indonesisch kann ich sehr gut, aber leider nicht ganz flüssig. Deswegen lass was mal auf Englisch. So. Prolog. Mein Name ist John. Ich bin jetzt schon seit über 2 Jahren arbeitslos. Vor einigen Monaten bin ich sogar obdachlos geworden. Meine Familie hat mich verlassen. Kein Geld, keine Familie und keine Hoffnung. Ich wurde von dieser Welt verflucht. Bis zu dem Tag, an dem ich eine gute Person getroffen habe. Er hat mir einen Job angeboten. Es war ein Job in einem Warenhaus. Ich habe natürlich freudig akzeptiert. Und heute ist mein erster Tag in der Arbeit. Okay, ja, finde ich cool. Wow, das sieht ja sehr speziell aus. Entschuldigen Sie. Wer bist du denn? Ich bin ein neuer Angestellter hier. Das ist mein erster Tag. Oh, ein neuer Angestellter. Habe ich doch gesagt. Ja, Sir, mein Name ist John. Der Boss hat mir gesagt, dass ich hier kommen und Ihnen helfen soll. Das ist richtig. Du sollst Sachen in den Kühler bringen. Ja, Sir, ich bin bereit, Ihnen zu helfen. Was auch immer, red nicht so viel. Geh jetzt in den Kühlraum. Da sind verschiedene Boxen mit Kadavirma und bring sie raus. Kadavirma? Was ist das, Sir? Mach nicht so viele Fragen, mach's einfach. Okay, okay. Finde Kadavirma. Ich sage euch jetzt schon mal, wir werden wahrscheinlich zu Essen verarbeitet. Wir sollen hier im Freezer für immer bleiben, bis wir sterben. Finde Kadavirma. Das ist Menschenfleisch. Ist aber auch ganz schön ekelhafte Umgebung. Oh. Was ist das? Was ist das? Das ist eine menschliche Leiche. Ich muss hier raus. Kadavirma, ne? Go back to the freezer room. So, ein riesiges Kühlhaus. Weißt du, wie kalt es da drinnen ist? Also, da gefriert hier echt in Sekundenbruchteilen so gefühlt das Gesicht. Oh, shit, ich hab's gewusst. Es ist verschlossen. Hey, Sir, bitte öffnen Sie die Tür.
Hilfe, hier ist eine menschliche Leiche drin. Hallo, öffnen Sie die Tür. Scheiße, er hört mich nicht. Ich muss einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Sieht aus, als gäbe es nur einen manuellen Tür... Also, das wäre ein manueller Türöffner, aber die Box ist verschlossen. Ich brauche hier irgendein Werkzeug, um sie zu öffnen. Ich hab's direkt gewusst. Was zur Hölle? Was ist das für ein Geräusch? Es war so klar. Ich wollte mal gucken gehen. Ach du Scheiße. Okay. Er frisst irgendwas die Leichen, ist ja klar, ne? Toller Job. Obdachlose verschwinden lassen. Vermisst eh keiner. Alter, das Vieh ist auch noch super schnell. Noch eine Leiche. I'm out. Bitches. Okay, das Ding funktioniert nicht. Keine Sicherung. Ich muss 3 Sicherungen finden, um es zum Laufen zu bringen. Nice. Wo ist das Vieh jetzt? Alter, wie kann das Vieh überleben, wenn es so kalt ist, bitte? Ja, jetzt, wie komme ich da durch? Wenn das jetzt wieder da ist, dann habe ich ein Problem. Okay, es mampft wieder. Ich kann mich ducken. Oh, ich glaube, es sieht mich jetzt wieder, ha? Huh? Nee. Sehr gut, es hat mich nicht gesehen. Check den Korps. Oh je. Nichts. Er hat schon den ganzen Oberkörper gefressen. Ich hab Feuerzeug. Für was? Nichts. Wir haben da Axt. Peekaboo vor allem, ne? Oh. Kann nichts machen hier. Noch eine Leiche. Kann ich die... Ne, kann ich nicht durchsuchen. Ach, hier. Ist gefroren. Muss ein Feuerzeug benutzen, um es zu schmelzen. Okay, wenn das geht. Alles gut. Jetzt brauche ich aber immer noch einen Schlüssel, glaube ich. Die Tür ist verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Boah, echt jetzt? Ich kann das einfach mal so schmelzen, so einen riesigen Eisblock. Das geht auch nur in sowas hier und Wimmelbild spielen, ganz ehrlich. Oh! Scheiße! Das Ding wandert auch noch rum, oder wie? Okay, aber ich hab... Okay, alles gut. Ich versuch's nochmal. Gut mit den Checkpoints übrigens. Finde ich sehr schön, dass es nicht so frustig wird. Da läuft's.
Kannst nicht weit. Ach. Checkpoint, die erste Sicherung. Wie geil das ist, oder? Aber warte mal, hier war noch was zum Schmelzen. Komm. Noch eine. Okay. Okay. Ich gehe mal die erste Sicherung einsetzen. Dann gibt es hoffentlich wieder einen Checkpoint. Gut. Der Checkpoint. Ist es verschwunden? Okay. Ich kann aber die Gegenstände auch nicht ablegen, kann das sein? Ich muss die halt die ganze Zeit mit mir rumtragen. Da ist es wieder. Ja, aber das verschwindet irgendwann immer und spawnt da wieder an der Leiche neu oder so. Bestimmt. So. Dann schnell die letzte Sicherung suchen. Checkpoint. Wunderbar. Aber ich brauche ja erstmal einen Schlüssel jetzt. Wahrscheinlich muss ich es von der Leiche hier weglocken, weil da ist dann... ist die einzige, die ich, glaube ich, noch nicht durchsucht habe. Oh, es ist wieder da. Verdammt! Ist hier vielleicht was im Gang? Nee. Oh, du scheiß Vieh, ey. Jetzt ist es verschwunden. Nein, es ist wieder hier. Dann gib mir den Schlüssel, bitte. Yes, ich hab's gewusst. Das war die letzte Leiche, macht dir nur Sinn, ne? Zum Glück ist das echt nicht so groß hier. Ich dachte, das wäre voll das Labyrinth, aber nee. Jetzt muss ich nochmal schmelzen, oder was? Was? Wie die Key? Ich hab doch den Key. Oh mein Gott. Was? Ich kann das nicht lesen. He finally came. Der Herrscher der Welt. Wir nennen ihn das Lächeln. Er mag gefrorene Orte. Der Gott, der Freude bringt. Er ist der Gott, der... was? Von dem man glaubt, dass er fröhlich oder freudiger werden kann. Wohlstand. Und was auch immer seine Leute wollen. Happiness requires sacrifice. Also Freude braucht ein Opfer. Der Lächelnde hat ziemlich viel, hat viel Hunger. Er mag Fleisch, besonders menschliches Fleisch. Er braucht 7 menschliche Opfer. Der Lächelnde kann alle Wünsche gewähren, wenn er 7 menschliche Opfer bekommt. Steht da vor der Tür. Ach, da ist die Sicherung. Lass mich raten, ich bin der 7. Scheiße, ich bin jetzt genau wieder in den Raum gelaufen, oder? Jo.
ein bisschen Angst bekommen gerade. Aber ich find's cool, indonesisches Horrorspiel. Viel zu selten sowas. Holy dear! Hey du, wie bist du rausgekommen? Verdammt! Wie konntest du mich einsperren? Wolltest du, dass ich ein Opfer bin? Oh, du hast ihn getroffen. Er ist unser Gott. Er wird uns alle Wünsche gewähren. Du hast ihn gesehen und bist noch am Leben. Das ist ein Zeichen, dass du den Test bestanden hast. Glückwunsch. Schließ dich uns an. Was willst du? Wohlstand? Ein glückliches Leben? Mädchen? Du kannst alles haben. Komm, schließ dich uns an. Hit him. Warum soll ich andere Menschen einsperren? Das ist voll gemein. Ja, freu dich an deinem Essen, du hässliches Monster. Game over. Ending 2 von 3. Don't fuck with me. Okay, ich zeig mal die andere noch. Ich hab irgendwie Bock drauf. Okay, also anscheinend, ich weiß nicht, wie ich das Ritterende erreichen soll. Weil wenn er mich tötet, dann geht es ja immer von vorne los. Aber ich kann jetzt auch nicht raus. Keine Ahnung. Hey, wie bist du rausgekommen? Verdammt, wolltest du mich einfangen und so weiter? Kennen wir ja schon. Er ist ein Gott und so weiter. Ja, 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 komm. Schließ dich uns an. Schließ dich uns an. Ich schließe mich ihnen mal an. Super, willkommen, mein Bruder. Ich bin sicher, du hast die satanistische Bibel gelesen. Unser Gott ist real, er ist hier. Er kann dir einen Wunsch gewähren. Oder den Menschen, die an ihn glauben, einen Wunsch gewähren. Du willst auf jeden Fall reich sein, oder? Haha. Okay. Jetzt geh und rekrutiere jemanden als Opfer. Unser Gott braucht Opfer. Okay. Ist das der Boss? Hey Sir, das ist ein geschlossenes Gebiet. Wer sind Sie? Ich bin von der Secret State Intelligence. Ich suche nach einem Alien hier. Secret Intelligence? Alien? Von was reden Sie denn? Hier gibt's kein Alien. Ich habe Informationen, dass hier ein menschenfressendes Monster ist in diesem Warenhaus. Sind Sie verrückt? Sieht aus, als wären Sie ein alter Angestellter, also schon länger angestellt hier, hä? Ich habe Ihren Boss getroffen. Ich habe ihn kurz vernommen. Ihr Boss sagte, dass es hier im Gefrier, also im Freezer-Room, dass es da ein Monster gibt. Es ist seltsam, weil er dachte, das Alien ist ein Gott. Er glaubt, dass wenn man 7 Menschen opfert, alle Wünsche wahr werden. Sie reden Nonsens. Sind Sie betrunken? Und Sie müssen ein neuer Angestellter sein. Haben Sie das Monster getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Ich wurde fast aufgegessen. Sie können froh sein, am Leben zu sein. Hey, sag nicht so dumme Dinge, du Idiot. Okay, okay, beruhigen Sie sich. Alles ist unter Kontrolle. Hat er gerade ein Blitzdings rausgeholt? Ich bitte Sie jetzt um Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie sich das Gerät mal an. Jetzt kommen die Men in Black, oder was? Ende 3 von 3. Ich erinnere mich nicht an das, was geschehen ist heute. Ich will mal was testen. Aber ich spiele es jetzt nicht nochmal durch. Kannst du knicken. Ich will mal gucken, ob ich einfach gehen kann, wenn ich den Job angenommen habe. Vielleicht ist das das erste Ende. So. Enter. Kann ich einfach gehen? Entschuldigen Sie, Sir. Okay. So, das Gespräch ist durch. Kann ich einfach gehen? Oder kann ich ihn reinschubsen? Was ist denn das dritte Ende jetzt? Also gut, hier gibt's schon mal nichts. Nee.
Okay, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt euch das Spiel herunterladen und selber zocken. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen, für die Likes und für die Kommentare. So könnt ihr mich unterstützen und natürlich auch als Kanalmitglieder. Die lese ich jetzt nämlich vor. Vielen lieben Dank für euch und für alles andere. Mit der Burger, wir sehen uns wieder. Macht's gut, tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bax King 1990, Bietchen Maya, Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Jack Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S. Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpuff, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Shane TSGTV, Sidewides, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Vantan und Wölfchen 0909.